Hallo zusammen. Wenn man sagt, dass irgendjemand der Schnellste ist, dann ist normalerweise ein Läufer, Schwimmer oder ein Rennfahrer gemeint. Doch um sich diesen Titel zu verdienen, muss man nicht unbedingt eine Strecke von Start bis zum Ziel schnellstmöglich zurücklegen. Heute erzählen wir euch von Leuten, die unglaubliche Geschwindigkeiten in ganz unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen erreichen und Weltrekorde aufstellen. Lasst uns loslegen. Kletterer vs. Lift. Als erstes erzählen wir euch von einem jungen Mann, der einen Aufzug überholt hat. Na und? Sagt vielleicht der ein oder andere. Doch denjenigen, der schon seine Sportschuhe anzieht, um es dem Rekordhalter gleich zu tun, müssen wir leider enttäuschen. Marcin Jacek ist keine Treppe hochgelaufen, sondern hat eine senkrechte Wand erklommen. Auf diese originelle Weise hat der Star der europäischen Speedclimbing-Szene die Aufnahme seiner Sportart ins olympische Programm gefeiert. Extra dafür wurde in der Nähe des Olympischen Zentrums in Warschau eine 23 Meter hohe Kletterwand aus Plexiglas gebaut. Zum Vergleich, diese Höhe entspricht in etwa der eines sechsstöckigen Gebäudes. Mal Hand aufs Herz. Selbst wenn wir so eine Wand ohne Zeitdruck erklettern müssen, würde uns sehr bald die Puste ausgehen und dunkel vor den Augen werden. Aber Marcin ist ja nicht umsonst der Weltbeste im Speedklettern. Allerdings war die Aufgabe für ihn dadurch erschwert, dass er es für gewöhnlich mit höchstens 15 Meter hohen Wänden zu tun hat, die zudem nicht so rutschig sind. Doch der Sportler konnte es nicht zulassen, von irgendeinem Fahrstuhl überholt zu werden. Seht euch nur an, wie sich dieser Spider-Man in die Höhe schwingt. Jacek erstürmte die Wand in 12,2 Sekunden. Er war eine halbe Sekunde schneller als der Lift. Tja, bei der Maschine besteht noch Trainingsbedarf. There we go. Pretty fast. Schnellster Ballonaufblaser der Welt. Jeder von uns hat schon mal aus einem feierlichen Anlass Luftballons aufgeblasen. Ihr kennt das ganz sicher. Schon nach dem dritten Ballon wird einem schwindelig, wie bei einer Achterbahnfahrt. Könnt ihr euch vorstellen, wie cool dieser Mann aus Colorado ist? Denn er braucht nur eine halbe Stunde, um 910 Ballons aufzublasen. Er kommt dabei auf über 15 Stück pro Minute. Hat er etwa vier Lungen? Laut Hunter Yuen ging es ihm anfangs bloß darum, seine Angst vor Luftballons loszuwerden. Seinen ersten Weltrekord stellte er 2011 auf. Es war ein bescheidenes Ergebnis von 582 Ballons. Vier Jahre später wurde der Rekord gebrochen und Hunter nahm die Herausforderung an. In den darauffolgenden sechs Monaten hat er hart trainiert und versuchte es, seine Technik zu verbessern. Er hat mehrere hundert Ballons jeden Tag ein halbes Jahr lang aufgeblasen. Unfassbar, wie hartnäckig der Kerl ist, oder? Nachdem er sich in die Fachliteratur über den menschlichen Körper vertieft hat, hat er erfahren, dass der Grund, warum einem schwindelig wird, nicht der Mangel, sondern im Überfluss an Sauerstoff liegt. Hunters Frau gab ihm ein paar Tipps, wie er mit weniger Atemzüge auskommen könnte, und 2018 sorgte er für einen weiteren Weltrekord. Wir fragen uns, ob er einen Heißluftballon aufblasen könnte. Schnellste explosive Pull-Ups der Welt. Wie man hier sieht, ist es gar nicht nötig, riesige Muskeln zu haben, um erstaunlich stark und geschickt zu sein. 2018 fand im Filmstudio La Notte dei Record in Italien eine Guinness-Buch-Show statt. Es galt herauszufinden, wer seinen Körper mit Hilfe einer Stange in eine Höhe von 7 Metern am schnellsten bringt. Die Hauptbeteiligten des Wettkampfes waren diese drei bescheidenen Jungs. Wo sind ihre gigantischen Bizepse und Trizepse? Tja, mal sehen, was sie drauf haben. Der erste Herausforderer schaffte es nicht bis ganz nach oben. Dem zweiten hingegen gelang es ganz leicht. Obwohl er einmal beinahe heruntergestürzt wäre. Aber der Star dieses Abends war Tasio Gavioli. Explosive Pull-Ups sind viel schwerer auszuführen als normale Klimmzüge, doch die Schwerkraft scheint auf Tasio nicht zu wirken. Schaut euch den Mann nur an. Er ist wie eine Rakete gestartet und war nach nur 10,27 Sekunden schon ganz oben. Um sich ein Bild davon zu machen, wie schwer diese Disziplin ist, versucht mal, wenn ihr nächstes Mal im Fitnessstudio seid, euch auf diese Weise um wenigstens einen Meter hochzuarbeiten. Weltrekord im Burrito-Wettessen. Es ist aber wesentlich angenehmer, seine Schnelligkeit in der Disziplin unter Beweis zu stellen, die ihr gleich sehen werdet. 3, 2, 1, go! Wie lange dauert es bei euch normalerweise, einen saftigen Burrito zu verspeisen? 15 Minuten? 10? Auch wenn ihr es in unter 2 Minuten schaffen würdet, wozu wohl nur eine superhungrige Person in der Lage wäre, würdet ihr an die Bestzeit der Britin Lea Schatkever trotzdem nicht herankommen. Ja, diese Frau ist eine professionelle Wettesserin und könnte sich sämtliche Vorräte in eurem Kühlschrank im Nu einverleiben. Aber ihre Leidenschaft gilt dem Burrito. 2019 beschloss Lea, ihre eigene Bestleistung zu verbessern. Zuvor hat sie einen gewaltigen Burrito in 44,2 Sekunden aufgegessen. Wie würde wohl ihr neues Ergebnis ausfallen? Das sehen wir gleich. Um einen neuen Rekord aufzustellen, benötigte die Frau drei Anläufe. Hoffentlich fanden sie nicht alle am selben Tag statt. Beim dritten Versuch hat sie 35,26 Sekunden gebraucht, um mit einem Burrito, der etwa so groß wie ein mittelgroßer Chihuahua war, fertig zu werden. Man könnte Leas Leistung natürlich toppen. Aber wäre es nicht besser, einen leckeren Burrito einfach in Ruhe zu genießen? Blitzschneller Fighter.
Wer ist der schnellste Kämpfer der Welt? Abgesehen von Bruce Lee und Chuck Norris, versteht sich. Ihr braucht euer Gedächtnis nicht anzustrengen. Laut Guinness Buch der Rekorde ist es der ehemalige Profi-Kickboxer Pavel Trusov. Was hat er für besondere Fähigkeiten, die ihm diesen Titel eingebracht haben? Die Antwort ist einfach. Pavel ist ein echter Flash der Kampfsportler-Szene. Im Sommer dieses Jahres gelang es ihm, innerhalb von 60 Sekunden 322 Vollverlängerungsschläge zu landen. Er führte über 5 Schläge pro Sekunde aus. Wie ist sowas überhaupt möglich? Sein Geheimnis liegt ähnlich wie bei den meisten anderen Athleten, die derartige Leistungen hinlegen, im harten Training. Der 25-Jährige begann seine Kickbox-Karriere im Alter von 6 Jahren und um diesen Rekord aufzustellen, hat er ein spezielles Trainingsprogramm entwickelt und befolgt. Es umfasste Elemente von CrossFit, Kraft-Dreikampf und Ausdauerübungen. Es war kein einfacher Prozess, so Pavel. Dafür hat er inzwischen die schnellsten Fäuste der Welt. Wir sind gespannt, ob Straßenräuber es bei ihm schaffen, den Satz "Gib mir deinen Geldbeutel" zu Ende zu sprechen, bevor er zuschlägt. Drummer mit Hightech-Prothese. Der US-Amerikaner Jason Barnes hat schon als Kind davon geträumt, ein professioneller Schlagzeuger zu werden, doch im Jahr 2012 hatte er einen Unfall. Als er den Lüftungsschacht eines Restaurants reinigen wollte, gab es einen Kurzschluss mit einer geballten Ladung Hochspannung. Barnes musste mehrmals operiert werden und im Anschluss sahen sich die Ärzte gezwungen, seinen Unterarm zu amputieren. Wie ihr es erahnen könnt, hat der junge Mann gar nicht vor, klein beizugeben, ansonsten würden wir diese Geschichte jetzt nicht erzählen. Um weiterhin Drumset spielen zu können, hat James in seiner Garage eine Prothese gebastelt. Es war bloß ein Stück Holz mit einem daran befestigten Trommelstock. Die Konstruktion war sehr unpraktisch, aber er hatte Glück. Der Direktor des Georgia Tech Center for Music Technology entwickelte eine spezielle Prothese für ihn. Das Gerät ist so gut gelungen, dass es dem Schlagzeuger sogar einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde als schnellster Trommler der Welt einbrachte. Die Prothese wird mittels eines Armbands aktiviert und erfasst die Muskelaktivitäten von James, sodass er bis zu 2400 Schläge pro Minute spielen kann. Ein echtes Wunder der Technik, nicht wahr? Schnellster Sprecher der Welt. Die meisten von uns sprechen mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 Wörter pro Minute. Das heißt, wir geben ungefähr ein Wort pro Sekunde von uns. Aber ihr habt bestimmt Bekannte, die die ganze Zeit am Quasseln sind. Solche Personen kommen auf 120 bis 150 Wörter pro Minute. Dazu gehört auch Eminem. Bestimmt kennen alle von euch seine Songs Rap God, Majesty und Godzilla. Im letzteren erreicht Marshall Bruce Mathers 3 ein Sprechtempo von 229 Wörtern pro 30 Sekunden. Aber das ist noch längst nicht die Obergrenze. Dürfen wir vorstellen? Das hier scheint der Opa des legendären Rappers zu sein. Sogar der Name Sean Shannon klingt nach dem Pseudonym eines Hip-Hop-Künstlers. Aber Sean hat mit der Rap-Szene nichts zu tun. Trotzdem gilt er als der schnellste Sprecher der Welt. Diesen Titel erhielt der gebürtige Kanadier im Jahr 1995, als er keinen primitiven Vers, sondern den berühmten Sein-oder-nicht-sein-Monolog von Hamlet vorgelesen hat. Hört euch das mal an. Rapper von der Westküste, aufgepasst. Der alte Herr könnte euch das Handwerk streitig machen. Das ist kein Scherz. Der Mann braucht nur 23,8 Sekunden, um den aus 260 Wörtern bestehenden Monolog vorzulesen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Shannon eine Sprechgeschwindigkeit von 655 Wörtern pro Minute erreicht. Und wer ist nun der Rap-Gott? 100 Meter Lauf im Zorb. Aber könnte man einen Weltrekord über diese Distanz aufstellen, ohne zu schummeln und indem man sich diese Aufgabe sogar erschwert? James Duggan muss sich diese Frage gestellt haben, bevor er einen beeindruckenden 100-Meter-Lauf in einer Kugel aus PVC hingelegt hat. Ihr werdet es nicht glauben, aber er war nicht der Erste, der auf diese Idee kam. Für den vorherigen Rekord hat der Cricket-Star Freddie Flintoff im Jahr 2012 gesorgt. Ihm gelang es nicht nur, Stürze zu vermeiden, wenn ihr jemals gesorbt habt, wisst ihr, wie schwer das ist, sondern auch die Strecke in 26,59 Sekunden zurückzulegen. James war sich sicher, dass er eine erheblich bessere Zeit erzielen könnte. Der Mann hat lange geübt, obwohl es eher nach einer Freizeitaktivität aussah. Er wartete gutes Wetter ab, damit ihm kein Wind entgegenblies, und legte los. Sein Plan ist aufgegangen. Mit 23,13 Sekunden hat er den alten Rekord um 3 Sekunden überboten. Er ist sicherlich nicht Usain Bolt, aber auch die Regeln sind hier ganz andere.